Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es steht was Großes vor der Tür, und zwar morgen Abend. Wir haben aktuell Mittwoch, das heißt, wir haben den heutigen Tag noch und den Donnerstag bis abends, wo auf dem Server ein wenig Chaos herrscht. Wie auch immer, ich bin gestern leider auf der Couch eingeschlafen. Mist, habe ich gestern Abend nichts mitbekommen. Ich wollte eigentlich eine Folge aufnehmen, habe ich aber nicht geschafft. Mann, warum bin ich eingeschlafen? Aber egal, nach dem Schwarzmarkt war halt dann Purge angesagt. Ich hasse dieses Wort Purge, fand den Film auch nicht gut, aber ist egal. Und ja, das läuft jetzt dann, wie gesagt, bis morgen oder besser gesagt Donnerstagabend. Dann wird der Server zerhäckselt, zerhackt, zerschnitten, zertrampelt, zermatscht und ach was noch alles, gelöscht. Er wird einfach komplett gelöscht und einfach nur neu installiert und neu eingestellt. Das Ganze ist nötig, denn er läuft nicht mehr rund. Ne? Für die Leute, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ab 40 Spieler gibt es nur noch Fatal Errors und über 40 Spieler kommen die Leute dann auch gar nicht mehr auf den Server drauf, weil sie nicht spawnen können und sowas. Und das wollen wir mit dieser Serverwartung ja verbessern. In den Kommentaren habe ich auch gelesen, dass viele nicht einverstanden sind mit dem System, was die Admins sich da ausgedacht haben. Auch mit mir natürlich abgesprochen wurde, dass Basen wieder aufgebaut werden und Loot erstattet wird, weil wir wollen euch natürlich nichts wegnehmen, wir wollen den Server nicht wipen und neu von vorne anfangen, was der ein oder andere aber auch gerne machen würde, aber wir wollen das jetzt so machen, wie die Admins das gesagt haben. Also das waren alles Ideen von meinen Admins und ich werde den da auch auf jeden Fall nicht reinspielen. Ne? Also ich mache hier ein bisschen Chaos mit Steffi noch die Tage und heute Abend vielleicht eine Drohnenfolge, mal gucken, was wir da so aufschnappen an lustigen Situationen. Und bin da mal ganz gespannt. Das System mit den Fotos von den Kisten ist auch nicht bei jedem gut angekommen. Es wurde ja gesagt, macht einen Screenshot von eurer Kiste, den Loot bekommt ihr dann wieder. Das will nicht jeder so haben tatsächlich. Manche wollen null, die wollen gar nichts, die wollen einfach von vorne anfangen. Und manche sagen, das ist unfair, ne? Weil warum dürfen Squads Metallkisten nehmen und Einzelspieler nur Holzkisten. Dementsprechend habe ich auch nicht ganz so verstanden, muss ich zugeben, aber ist halt so. Ich will den Admins, wie gesagt, da auch nicht immer reinspielen und ja, mal schauen, wie das Ganze dann so abläuft. Ne? Bin mal gespannt. Ich selber habe noch was vorbereitet, tatsächlich. Für die Leute, die natürlich auch keine Zeit haben, jetzt einen Screenshot zu machen von ihren Kisteninhalt oder eine sortierte Kiste zu machen schnell oder einfach gar keinen Loot haben und Lust haben, einfach auf einen kleinen, spannenden, ja, kleines Gewinnspiel, nenne ich es mal. Es ist ein Ingame-Gewinnspiel, also es gibt nichts Echtes zu gewinnen. Aber da habe ich was vorbereitet, und zwar Starterkisten, die ihr dann bei mir sozusagen abholen könnt. Und das Ganze ist natürlich nicht jetzt, ich will die Kiste so und so, ich will die Kiste so und so. Es gibt halt, wie gesagt, mehrere Kisten. Also ich habe das jetzt vom Spiel selber erstellte. Ich habe einmal die Starterkiste Impro, also improvisiert, dann einmal die leichte, dann einmal die Kiste Negan, dann die Kiste Killer und die Kiste Sniper. Wie ihr die dann bekommen könnt, also ihr schreibt mich an, ich teleportiere mich zu euch, das will ich auch gerne als Video machen. Das machen wir dann, wenn der Server neu gestartet ist. Und da darf auch jeder mitmachen, einfach so aus Spaß. Hat dann die Möglichkeit, hier diese Kiste zu gewinnen. Also ich zeige euch das mal. Ich muss ja immer nochmal wegmachen, sorry. Und ja, ich habe sie so ausgewählt und dann drücke ich hier drauf. Der Spieler, der dann vor mir steht, muss dann 20 Sekunden warten. Und das Rad entscheidet, welche Kiste er bekommt. Oh Gott, das sieht nach der Killerkiste direkt aus. Nein, auch die gute Kiste. Oh Gott. Die Kiste Sniper ist es direkt geworden. Heidewitzka, der Kapitän. Die Kiste Sniper, die sieht wie... Wow, hab mich erschrocken. Close. Die Kiste Sniper sieht wie folgt aus. Ich gehe mal hier drauf. Die hätte er jetzt gekriegt, der Spieler. Nee, Quatsch, wir sie nicht erzeugen. Bearbeiten. So. Und die ist natürlich ziemlich heftig. Ich habe eine extra extrem heftige gemacht. Die anderen Kisten werde ich euch auch noch zeigen. Aber dafür gehen wir jetzt endlich mal auf den Server drauf. Damit... So, klein machen. Und sage fortsetzen. Mein Kaffee ist alle. Mein Kaffee-Olé. Ansonsten haben die Admins natürlich noch andere Dinge vorbereitet fürs Bauen, ne? Mit Kisten und sowas. Ich bin mal gespannt. Ich, wie gesagt, bin gestern leider auf der Couch eingeschlafen. Steffi ist aber auch ziemlich gut equipped, muss ich sagen. Ne? Also, ich wollte gestern Abend ja eine Folge aufnehmen, habe das alles vormittags vorbereitet, nachmittags meine ich, und habe ihr so ein bisschen Equipment gegeben und wollte eigentlich die Purge so ein bisschen, ja, feiern und ein bisschen killen, aber das Nickerchen auf der Couch, das hat mir das Rückgrat gebrochen. Da fährt ein Auto, das gibt's doch gar nicht, guck mal.
glaube, es ist gar nicht so viel los auf dem Server. Okay, boah, ist das ein Sound, ne? Boah, gut. Jetzt bin ich ganz aus dem Dings raus. Ich schaue erstmal Huhu. Und zeige euch die Kisten. Ich spawne die jetzt einfach mal. Und die liegen dann jetzt auch hier. Da könnt ihr euch die mal angucken gehen. Und euch das Zeugs rausnehmen. Das machen wir am besten hier beim Haus. So. Boah, die sieht so cool aus damit mit dem Outfit. Ne? Ich bin ziemlich begeistert. Also wir werden das hier bald ein Haus machen. In dem Haus werdet ihr dann so ein bisschen Loot kriegen. Als Backup-Waffe habe ich mir die MP5 kurz genommen. Eine schöne kleine Backup-Waffe, muss ich sagen. So. Hier im Haus. Ist doch eine gute Position, oder? Also. Die erste Kiste wäre die Impro. Die Impro ist, ja, wie viele Zeugen? Alles das, was ihr jetzt hier seht, außer natürlich der Schlüppi. Okay, sie macht hoffentlich auch wirklich alles. Ist immer noch am Laden. Okay, gut. Zack, zack, zumachen. Da ist natürlich jetzt alles in der Luft am Schweben. Ne? So wird das dann immer aussehen. Das kann ich halt nicht anders machen. Das ist die improvisierte Kiste. Da kommt jetzt alles rein. Ne, wer die dann zieht, der hat halt das Pech, ne, dass er halt nur den... Und einen Stein, den fand ich auch noch witzig, dass er genau diese Ausrüstung bekommt. Mann, du so doofer Schlüpper jetzt hier. Ey, Mann, dann zieh ich ihn halt an. So, hast du gerade auf mich geballert? Rotes Auto? Ja, so viele. Fatal Error heißt da einer. Wie geil ist das denn? Böses Mädchen. Das war ja nur ein ganz schneller Schuss, ne? Nö. Ja gut, habe ich mir schon gedacht. So, wie gesagt, das ist jetzt hier die Impro-Kiste. Da ist nicht wirklich tolles Zeugs drin. Ich werde die mal equippen, die Sachen. Ne? Wir gehen mal kurz hier auf dem... Werfen mal unsere Sachen hier hin. Die ich jetzt gerade anhabe. Dann ziehen wir die gleich wieder an. Ja gut, eine Unterwäsche kann ich da anbehalten. Das hätte ich nicht weglegen brauchen. So. Und ziehen das mal an. Mal gucken, wie die aussieht. Bin mal gespannt. Man hat erstmal das, was man zum Starten braucht, ne? Auch wenn es nicht das Beste ist vom Besten, ne? Und Platz gibt es auch. Das ist ja ein guter Check erstmal, ne? So. Das ist ja schrecklich. Gottes Willen. Ne, die Waffen sind aber alle bei 100%, also die werden nicht viele Störungen haben. Ist das nicht ein schickes Outfit für einen... Boah, wenn du das siehst, dann bist du erstmal traurig, oder? Na, immer besser als die Scum-Kleidung von Anfang dann, ne? Gut, dann wieder alles in die Kiste rein. Wie gesagt, das könnt ihr euch ja abholen, wenn ihr Spaß dran habt. Zack. Zack. Und dann kommt die nächste Kiste. Das wäre... Die Light. Die Light-Version. Die spawnen wir jetzt. Bam. Da seht ihr direkt oben, was da kommt. Schon ein etwas moderneres System, nenne ich es einfach mal. Und ein bisschen sicherer auf jeden Fall. Also wer das dann zieht, der muss nicht ganz so traurig sein. Ne? Das werfen wir mal direkt hier rein. Ist das doof? Jetzt die Kiste will ich nicht sehen. Also wir können die erstmal anziehen, die Sachen. Oh, ich mach die schon mal fertig. Ein schöner Rucksack, ein Quiver, eine Shotgun. So. Das Scope passt da direkt drauf. Das finde ich gut. So siehst du dann aus, wenn... Oh, ich habe keine Schuhe. Doch, habe ich. Gott sei Dank. Dachte, ich hätte was vergessen. So siehst du dann aus, wenn du der glückliche Gewinner der... improvisierten, ne Quatsch, der leichte Rüstung bist, ne? Also damit kommt man erstmal, glaube ich, gut zurecht. Nachladen geht gar nicht. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ach so. Auspacken.
Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Wird auf jeden Fall ein Spaß, wird ja nicht jeder mit dran teilhaben wollen. Die hat auch keinen Zoom, doch hat sie. Cool, ne? So, gut, das zu der Kiste. Ne? Also sie ist lustig. Schon gut, eigentlich schon relativ gut, die Kiste, finde ich. Zack. Pass auf, wenn ihr den ganzen Rotz da reinschmeißt. Zack, zack. So, Munition ist ja im Rucksack. Die stellen wir mal auf den Boden. Sieht doof aus. So, die nächste Kiste. Die ist ein bisschen doof, ne? Also, das ist einfach das Starterpaket 3. Niegen. Erzeugen, ja. Da dauert nicht lange. Der Niegen. Wer kennt ihn? Und wen meine ich wohl? Ne? The Walking Dead. Das nehmen wir direkt mal an. Legen die Kiste mal auf den Boden. Das ist eine enge Hose, aber ist egal. Das ist unser Negen. Ich habe wieder Schuhe vergessen, ne? Kann das sein? Scheiß Kiste hier. Ich habe Schuhe vergessen, das ist doof. Das werde ich noch umstellen, dass der Negen natürlich auch Schuhe bekommt. Also ziemlich cooles Outfit, oder? Ich schlage Schädel ein. Von Überlebenden. Ich bin einfach nur böse. Einfach so. Okay, das ist der Negen. Kiste ist leer, gut. Ist nicht viel. Der hat leider nicht mal Schuhe, aber die kriegt er gleich noch. Kriegt er noch Kredenz von uns. So. Habe ich nicht schon gedacht. Dann gehen wir mal nicht in Kampfposition. Kommen wir zu der nächsten Kiste. Ich weiß gar nicht, haben wir die nicht gerade schon gesehen? Die Killerkiste. Ja. Eine sehr böse Kiste. Mein Gott, was habe ich denn da alles geplant? So, die Killerkiste ist natürlich schon so ein kleiner Hauptgewinn, ne? Muss ich einfach mal sagen. Können wir direkt mal alles reinwerfen? Warte, wir ziehen das mal an. Das ist ja eher Zeugs. So. Ja, es ist jetzt nur für diese hier, mache ich das schon mal ready, ne? Guck mal, schöne AP-Munition auch. Weil das könnt ihr dann später selber machen, wenn ihr die wollt, die Kisten. Zack. Zack. Ups, da ist wieder der Fehler im System. Mann, geh weg. Der geht drauf. Ja, da muss ich dann noch auf jeden Fall einen Adapter drauf packen. Das passt. Weil das M82-Scope ja gar nicht einfach so ohne den RES-Adapter drauf geht. So. Oh, und da muss ich noch was rausmachen. Das hat hier nichts zu suchen drin. Oh, wieder sehr aufgepasst habe ich da aber, wa? So, die Killerkiste. Das Outfit sieht gut aus. Wir packen das mal aus. Wie gesagt, für die Spieler, die sich das hier dann abholen wollen, können das dann machen, ne? Wie gesagt, aber dann leider fehlt hier noch was und ist was zu viel drin. Das Scope geht nicht drauf. Oder ich muss das in der Hand haben, aber ich glaube nicht. Das ging ja da oben auch. Okay. Also der Killer sieht schon ziemlich krass aus, oder? Oh, die Hose, die muss ich auch noch verändern. Eins. Tack, tack. Das auch ein Zoom? Ne. Gut. Das zu der Killerkiste und die andere, die habt ihr ja schon gesehen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, rein damit. Das ist viel. Alles im Dunkel gehalten. Zack. Und sehr viel Gepäck auf jeden Fall. Sehr viel Platz hat der Spieler dann hier. So, Waffen sind schon fertig. Ne? Das hat leider mit dem Scope nicht ganz so geklappt. Gut, Spiel erst seit gestern Scum. So, stehen die Kisten hier. Die bleiben jetzt erstmal liegen und ziehen uns dann wieder schick an. Oh, das sieht auch geil aus. So ein Hula-Dings. Und looten. Oh, perfekt.
Nein. Hier fliegt einfach mal so ein Elektrikerwerkzeug rum, warum auch immer. Was kaputt ist. Ich kann jetzt kaputtes haben. So, und ja. Wenn jetzt ein paar Scharfschützenübungen machen, da hab ich Bock drauf. Weil das Schießen mit dem K98, den großen Visier, ist echt spaßig. Wo sind wir überhaupt? Könnte man da hier gucken gehen? Richtung Süden. Wird ja sowieso weggenatzt. Wie sieht es überhaupt vital aus bei ihr? D0. Naja, ob wir da jetzt noch auf achten müssen bis morgen. Hm. Bin ich verletzt? Krank. Verletzung. Wie habe ich mich denn jetzt wieder verletzt? Keine Ahnung. Ich habe auch nichts zum Zerfetzen. Scheiße. Außer mein... Ach doch, klar. Ein Stein. Zwei Stein. Viele Steine. So, Messer. Wir müssen auch wieder wegmachen hier, ne? Ich nix mehr brauch. Obwohl, wenn wir gleich einen Spieler treffen, der kann ja mal auch Spaß dran drehen. Dann habe ich mich ja wieder verletzt. Ah, sehr spartanische Ausrüstung, die Steffi gerade hat, ne? Der Busch, der versorgt sich erstmal hier medizinisch. So. Oh, jetzt kannst du den Chat gar nicht lesen wegen diesen scheiß Kommandos. Wie geht das denn morgen mit den Autos? Die sind definitiv. Ja klar, wenn der Server gelöscht wird, ne? Was soll ich mal sagen? Aber es werden Autos in der Welt zu finden sein. Knack. Barfuß-Sniper Steffi. Alter, Gilly sieht echt gut aus, ne? Angry Purple. Hola. Also spawn wieder welche? Ja, soll so gemacht werden. Finde ich auch besser. Dann hat der Auguan, natürlich auch noch, ja, der ist ja ein kleiner Experte, muss ich einfach mal sagen, was zu Technik und so hier, bei Scum-Servern und so, geschrieben mit den Bauverbotszonen etc. Ich habe mir gestern die Map so ein bisschen angeguckt, als ich hier das alles vorbereitet habe, was da nichts geworden ist, weil ich ja eingepennt bin auf der Couch. Das wird sehr viel gebaut, also es sind sehr viele Dinge gebaut worden, das mag der Server wahrscheinlich aber auch nicht so gern, ne? Und das ist auch so ein Problem von der Performance. Da muss ich mal gucken, da muss ich ein bisschen abnehmen, so ein bisschen abquatschen, wie wir das regeln können. So bin ich denn jetzt hier. Ich laufe doch südlich. Warum habe ich das Gefühl, ich gehe höher? Das ist natürlich jetzt da unten. Jetzt, ich bin mir so unsicher, ob das jetzt so eine Safe Zone ist oder nicht. Aber wir haben ja Chaos-Tage, ne? Der Zoom ist schon so hart, ne? Na, jetzt früh. Sind nicht so viele Spieler online. Gestern Abend wäre es natürlich schöner geworden. Mein Plan war, Rainer zu töten. Einfach so aus Spaß. Nein, Quatsch. Den hatten wir schon einmal weggeschossen. So. Ja, ich hab hier wieder. Sehr schön. Ich würde auch gerne noch ein bisschen, aber das ist doof, ist immer, wenn man jetzt so ein Vibe oder besser gesagt so ein Neustart vom Server hat, dann lohnt sich ja jetzt irgendwie nichts mehr zu machen. Ich werde ja nicht genau diese Punkte wieder bekommen können. Und ich habe keine Ahnung, ob es irgendeinen Admin-Befehl gibt, der das regelt.
Scharfschütze, das war bei 100.000, ey. 40.000 haben wir geschafft. Down. Boah, ist das laut. Die haben die Waffenzaun so gut hingekriegt. Huhn down. Hat sogar zwei Ruhpunkte gegeben. Ja, und das macht dann auch die Scharfschützenpunkte, ne? Was haben wir denn da unten? Bin ein Gebüsch. Bin und bleib ein Gebüsch. Er ist alt, also links neben der Leertaste und dann die rechte Maustaste. Also der Alt muss gedrückt halten, dann könnt ihr rechte Maustaste zoomen und die linke wird zum Zurückzoomen. Das klappt ganz gut und ist schon echt heftig, finde ich. Außerdem sieht das Scope so schön fein aus, ne? Aber ich muss das Huhn erschießen. Es ging nicht anders. Ich glaube, es wird mich angreifen. Hühnchen. So süß. Okay. Meinst du, wir schaffen heute einzulegen? Ich glaube nicht. Es sind einfach nicht genug online. Es ist heute Abend wieder. Und da wollte ich eigentlich eine Drohnenfolge gerne machen. Gucken, was da so passiert. Aber mal schauen. Man hat ja immer neue Ideen. Weil es sind die unglaublichen Distanzen. Ein Sniper ist gar nicht so einfach. Schmeißt sie sich aber hin. Das ist dann die Stadt. Von hier aus hat man natürlich eine schöne Sicht, aber es ist übertrieben weit, oder? Ich messe mal. Die Wand wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ne, fehlt der Skill. Das war früher die PvP-Stadt und es soll ja auch wieder die PvP-Stadt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Immer die Kirche im Auge behalten. Immer. Da wird sich jetzt keiner rühren, glaube ich nicht. Aber das Auto ist ja in der Richtung gefahren, ne? Konzentrationi, Konzentrationi. Guck nicht aus einer erhöhten Position da rein. Das ist das Blöde. Da walkt ein Zombie, glaube ich. Mal Steffis Glatze einmal. Pony. Oh. Ja, die ist geschalldämpft. Schallgedämpft. Hätte ein bisschen weniger Schuss sein sollen. Und schon sehr laut war jetzt. Hätte mal auf Einzelfeuer machen sollen. Wäre schlauer gewesen. So. Tschüss, Zombie.
Ein Gebüsch. Na, jetzt wird ja wohl keiner mehr großartig looten, oder? Oh. Ziemlich heftiger Zoom. Ups. Das wäre einfach ein Träumchen, wenn man jetzt mal einen sehen würde, ne? Aber nur die Geier sind da. Und ein Pferd. Entfernung. Passt. Mach ein bisschen Krach. Boah, ist das ein Sound. Piep Mats down. Ja, einfach mal so ein paar Scharfschützenübungen, warum nicht? Na, könnt ihr nicht so ein Köpfchen mal rüberschauen? Das wäre echt schön. Peep Mats down. Das sieht echt komisch aus, so von Texturen hier da hinten. Also ich bin noch auf 200 Meter eingestellt, darf ich nicht vergessen. Zero. Falsch. Na, da ist ja noch der Zuhause von vielen, ne? Selbst wenn es jetzt ja alles frei ist, C4. Das ist warum immer so weit? Oder ist der hier gemeint? Sollen wir da mal hin? Der geht doch. Ach, das ist der da hinten, oder? Nee, Quatsch. Dafür gucken wir genau drauf. Sieht viel weiter aus als das, ne? Obwohl man, das ist schwer einzuschätzen. Der andere wäre ja eher westlich, so. Das wird der sein, der kommt. Oh, das ist noch ein Piep Mats. Ich glaube, Zombies irgendwie erschießen wir. Gucken, ist ziemlich westlich, ja. Boah, kann man den sehen, Alter? Das ist natürlich eine Entfernung. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde, überhaupt, dass die Kugel überhaupt so weit fliegt. Alter, was ist mit euch los? Ich mache ein bisschen Krach, ich weiß. Boah, ist das schwer. Wie hoch ist denn der? 8 Kilometer? Mich hört auf jeden Fall irgendwo einer jetzt. Ne, der könnte auch zum Airdrop gefahren sein, der andere. Der, auf den wir geschossen haben mit dem Auto. Aber das ist eine Entfernung. Oh, jetzt ist er gerade weg. Fupp. Oh, ich hab den Knall gehört. Piep Mats down. Boah. Piep Mats. Okay. Aber andere Spiele, wir haben halt damit zu wenig auf dem Server.
das für ein Gebäude? Ach, die Kirche ist das. Die Kirche im Dorf. Irritiert wegen der Pappel, die davor steht. Ist aber auch nicht ein Zombie oder so, den man mal erschießen kann, ne? Krach haben wir ja genug gemacht die ganze Zeit. Getroffen, ne? Alter, was ist hier los, Alter? Volle Luftangriffe überall. Kann ich auch gucken. Gar nicht so schlecht. Das Snipergewehr. Kach 90. Schöner Blick auf das Lager, aber ist einfach zu ruhig hier. Ich höre gerade Bass, nur das ist mein Herz. Ich bin eins mit dem Gebüsch. Ui, guck mal, der Ritterbusch. Jetzt weiß ich nicht mehr wohin. Scopen ist so anstrengend. Wir müssen schon ein paar Vögel heute leiden, ne? Wir laufen nochmal Richtung Norden. Thummernasenbude. Es ist so anstrengend, ein Gewehr hochzuhalten, aber es ist wirklich anstrengend. Denke ich mal, das wiegt ja einiges. Was wiegt das denn hier? 5,9 Kilo. Auf Dauer ist das schon anstrengend, glaube ich. Ich kann nicht anders, ich muss looten. Schuhe. Boah, ein Shotgun. 20% hat die nur. Aber ich hab nichts zum Reparieren. Bin schlecht. Repackets finde ich geil. Active Kohle. Ey, Bayonett.
Aber das passt nirgends so drauf, ne? M70 Bayonet. Ah, guck mal, da steht so SVD Rifles, AKM, AK-47. Ich habe das schon mein erstes Bayonet, was ich finde. Das ist ja guter Loot hier, ne? Kann man sich gar nicht beklagen. Falsches Wäffchen. Alter Sniper, ey. Guck mal die Punktchen an, die wir machen hier. Zwei. Mal kurz einen Horch halt machen. Das macht aber auch Spaß, ey. Ich hatte ja mit Steffi das Glück, so richtig gute Sachen zu finden. Außer einen Airdrop. Warum haben wir denn so viele Raben in der Luft? Vielleicht läuft das aber deswegen so schlecht. Achso, ich hätte Bibi machen können, ich Depp. Der pinkelnde Busch. Genug Raben erschossen. Und keine Munition mehr. Boah. Lalalala, Richtung Norden. Ich höre immer ein Pferd, aber ich sehe nie eins. Das ist echt komisch. Ein Zombie, ey. Zwei sogar. Oh. Schlechter Schuss. Zweiter schlechter Schuss. Oh, die Feuerrate ist sehr gering, ne? Gewaltschuss, Alter. Der war weit. Aber auch war oft daneben geschossen. Pony hin. Pony wollte ich nicht erschießen. Was habe ich heute gegen Vögel? Private Paula ist online. Der läuft dann auch vor der Flinte. Der hat gerade Hallo geschrieben, ne? Chaosfolge haben begonnen. Keine Regeln bis zum 27.08. 21 Uhr. Keine Regeln, aber ich traue mich trotzdem nichts. Das wird auf jeden Fall ein Tacken Arbeit, den Server neu zu installieren und einzustellen.
ein paar Leute online und du loggst sie ein und hast erstmal ein Auto vor dir fahren. Das ist echt komisch. Geht die Waffe eigentlich kaputt, jetzt wenn ich sie benutze? 91, boah, die geht aber schnell kaputt, ne? War ja 100%. So. Gebüsch mal Pause. Also Ziel ist heute noch dann einmal hier abzuscopen. Wird da jemanden sehen? Ich vermute nö. Aber wir werden bestimmt ein oder anderen Zombie noch sehen. Die sind ja nicht doof, die bleiben laufen ja jetzt nicht mehr rum, die Leute da im Geier gelandet. Hier sind überall Geräusche. Überall Geräusche. Hätte mir auch mein Auto geben können, ne? Wieder falsch. Scheiße Ausdauer, ey, Mann. Ja, wo will ich hin? Wo soll ich wie lang? Was will ich tun? Ein Spielerkill wäre noch cool. Aber heute Abend habe ich wahrscheinlich bessere Chance, oder besser gesagt, zu sterben. Will ich nicht schießen. Zu laut. Zu nah an der Stadt. Zu nah an meinem Bett. Boost. A1. Relativ weit weg. Das wäre so geil gewesen, ne? Hier. Das wäre geil gewesen, den so abzuscopen. So, und warten, bis da einer kommt. Das ist eigentlich fies, ne? Aber was willst du machen? Du musst ihn erst looten lassen, damit du auch die schönen Sachen kriegst. E-Mail lesen. Während ich Ausdauer generiere. Keine Ahnung. Savarium hat mir eine geschrieben. So. Bin schon nah dran. Relativ, ne? Schon fast vorbei. Hinter den Hügel müssen wir eigentlich eine gute Sicht haben, ne? Boah. Wenn die ganzen Bäume nicht wären. Eigene Stadt.
Natürlich läuft wieder keiner rum. Es war so klar. Nicht mal ein Zombie. Oh, warum sind so viele Kreuze? Tote Hose. Türen sie sogar zu. Schade. Kein Reinhard. Wer hätte auch an dem Glücksrad drehen dürfen, wenn ich ihn erschossen hätte. Fast 300 Meter ist das weg. Ich kann hier echt schlecht einschätzen. In CT. Community Town. Hä? Haben wir da nicht vorhin gescoped? Moin. Catweasel. Ja, irgendwann bewegt sich. Die Tür ist so offen, oder? Für euch da unten. Jemand wachgeschossen? Nee, ne? Tut sich nichts. Ist auch keiner im Gebüsch. Aber Steffi wollte ja auch nicht nach Hause laufen. Ist nicht verrückt. Ach, guck mal, hier wurde auch gebaut. Eine Bank. Tut mir leid, Leute. Kein Spieler hier. Keine Regeln. Alle feige. Immerhin haben wir mal ein Auto fahren sehen. Das war schon mal ein bisschen was. Und wir haben eine Menge Geier abgeschossen. T4. Was sind die denn da alle, die scheiß Airdrops? Warum? Was ist das für ein Ding? Narov? Ach, das Schild kann man nicht sehen. Ist so bescheuert. Hier rührt sich nichts. So viel steht fest. Aber auch kaum Zombies, ne? Ist einfach gar nichts da. Nur Geier. Ach, Scheiße. Verzuckt. Okay, du hast das Überleben verdient. Boah, ich höre nichts mehr. Die arme Steffi taub geschossen. Das ist echt schade, ey. Aber wie gesagt, ich muss heute Nachmittag vielleicht mal ein bisschen aufnehmen, mal andere Uhrzeiten. Ist relativ leer morgens. Haben wir noch genug Munition, ne? Ja, haben wir noch. Na, dann würde ich sagen, geht die Action nachher los. Vielleicht mache ich einen Zusammenschnitt.
So schön im Fenster schauen hier. Das war schön. Warum fliegen denn heute so viele Vögel hoch? Das ist immer so. Sag mein Sniper-Skill 62.000. Aber wenn man bei Engineering so schnell geskillt hätte, ne? Das macht aber auch einen Heidenspaß, Snipen. Er hat sich ja geopfert, was soll ich machen? Es regnet Blut. Aber es rührt sich nichts. Wie gesagt, dann mache ich heute Nachmittag vielleicht mal eine Folge. Mal gucken. Oh, der ist weit weg. Wo bist du? Erwischt. Tag der Raben heute hier, ey. Aber auch nicht ein einziger Zombie. Also es ist echt ein Ding. Wir haben einen Zombie getroffen. Flug. Einen einzigen Zombie. Und eigentlich habe ich gedacht, ich sterbe diese Folge. Weil irgendwo anders einer sitzt. Wenn wir einen kommen lassen, mal gucken, wie das aussieht. Gar nicht, man sieht den Schuss nicht mal. Boah, guck mal da, Alter. Zu früh. Zu schnell. Und gar keine Munition mehr. Kacke. Machst du ja dein Snapper-Skill, kannst du mit Piepmetze machen hier ohne Ende. Oh, Big Vara. Scheint sehr suizidal zu sein, die Piepmetze, ne? Ups. Viele. Und ich habe ich meine Munition verschossen. Rangberühmtheit mit 471. Ich habe das Gefühl, das hört die gesamte Map, ehrlich. So, wer hat mitgezählt, wie viele Vögel haben wir erschossen? Genug, oder? Sagt die Munition. Uiuiui. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.